was mir nicht so leid ist. Am Ende noch verstanden hat, dass man nicht das unerwünschte Verhalten belohnen soll, sondern das erwünschte gute Verhalten. Ja, weißt du, das Gemeine ist ja, dass wir Menschen mit dem Hund so emotional sind, dass wir manchmal gar nicht genau merken, was da los ist. Also, und jeder kennt das ja in anderen Lebensbereichen, dass man eigentlich weiß, manche Dinge sind nicht schlau, die man so macht, aber die sind so ritualisiert, dass man selber nicht mehr so richtig da rauskommt. Und weil ich das für mich total verstanden habe, bin ich mit denen auch sehr geduldig, auch wenn das nicht immer so wirkt, aber ich bin mit den Leuten eigentlich sehr geduldig. Und wie lange dauert das ungefähr, bis auch, ich sag mal, ein sehr schwerer Fall, der einen Hund also sehr, sehr stark liebt, verstanden hat, dass man irgendwann auch mal durchgreifen muss? Also man kann es nicht pauschal sagen, aber in aller Regel begleite ich die Leute 6 bis 12 Monate. Oh, Wahnsinn. Ja. Also man, ich habe ja jetzt, also ich meine, da sehen wir jetzt einfach nur 2 zu dick geratene Hunde, die ein bisschen unerzogen sind, aber ich habe ja oft mit Hunden zu tun, die ein ernstes Problem machen, also die andere Hunde schreddern oder wirklich richtig Gas geben. Schreddern, um Gottes Willen. Dann dauert das natürlich länger. Es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt einem Kunden beibringen muss, es ist nicht klug, einen Ball zu schmeißen, wenn der dir in die Beine beißt. Ja. Oder ob ich jemanden klar machen muss, also ohne Schutzanzug kannst du das Haus nicht mehr verlassen. Zwei andere Baustellen. Du machst den Job jetzt seit fast 25 Jahren. Mhm. Was ist das häufigste Problem, mit dem du konfrontiert wirst? Oder die häufigste Frage? Was kommt immer wieder? Na, es hat sich ein bisschen verschoben. Also inzwischen ist die häufigste Frage, ich weiß, Sie haben keine Zeit, können wir schnell ein Foto machen. aber früher war das Spektrum natürlich sehr breit und es sind die Klassiker. Der Hund kommt nicht, wenn ich ihn rufe, der Hund zieht an der Leine, der Hund bleibt nicht gerne alleine, der ist nicht verträglich mit Artgenossen. Aber ich glaube eigentlich immer, dass das Problem schon mit der Anschaffung des Hundes anfängt, dass die Menschen sich verrückterweise überhaupt keine Gedanken machen, was passt eigentlich zu mir. Also die Menschen sehen einen Hund, sind schockverliebt und sagen, den finde ich süß, den nehme ich. Ich habe jetzt einen Fall, da kam eine alleinerziehende Mutter mit 3 kleinen Kindern, das kleinste Kind 2. Und die kommt mit 2 Jack-Russell-Terrier-Welpen. Oh, die sind sehr quirlig, ne? Ich habe wirklich nach 4 Minuten gesagt, sie müssen sich entscheiden. Entweder die Hunde gehen oder die Kinder. Aha. Weil beides geht einfach nicht. Also diese Konstellation hat keine Chance. Egal, was hat diese Frau lange mit sich ringen müssen? Ja, sie hat zunächst fragend ihren Mann angeschaut. Ich hatte das Gefühl, er soll entscheiden. Ja, nee, ich hatte eher das Gefühl, dass sie wartet, dass ich sage, ja, oder er könnte gehen. Aber letztlich haben gewisse Dinge Grenzen. Weil tatsächlich ist der Kern ja, ich habe ja oft damit zu tun, dass Menschen einfach das ganz nett meinen mit ihren Hunden, aber die Bedürfnisse nicht verstehen. Also das heißt, die kommen dann und sagen, ich mache eigentlich alles. Ich gehe brav mit dem spazieren, ich gehe in eine Hundeschule, ich gebe das richtige Futter und so weiter und so fort. Und die können oft nicht differenzieren, dass ein Hund dich aber 24 Stunden beobachtet. Die haben dann im Kopf, auf dem Hundeplatz bin ich konsequent und das sind die auch. Mhm. Aber zu Hause gilt eigentlich keine Regel. Hör mal, das klingt ja wie eine Ehe. Absolut. Hör mal, du wirst wirklich lachen. Ich habe früher, waren bei mir bei Vorträgen, Seminaren oder bei der Tour höchstens 5% Männer. Weil Frauen haben das Thema Hundetraining mehr für sich. So, ne? Inzwischen habe ich 30% Männer im Publikum sitzen, was ich mega cool finde, weil die inzwischen verstanden haben, man kann das viel auf Beziehungen übertragen. Und absolut. Genau so. Total. Weil es ist ja auch, das Spannende ist ja tatsächlich, der Hund ist das einzige Tier, was in der Lage ist, einen Artfremden als vollwertigen Sozialpartner zu sehen. Das heißt, dein Hund weiß die ganze Zeit, du bist kein Hund, aber du kannst genauso wichtig sein. Und das ist spannend, dass auf eine Art schafft das diese Nähe und das macht das Tolle im Zusammenleben mit dem Hund. Das bedeutet aber auch, dass der Hund einen hohen Anspruch an dich hat. Und das kann halt sehr schwierig sein. Und eine hohe Loyalität und eine Abhängigkeit auch. Hunde können sehr loyal sein, ja. Hunde können aber auch... Die sind nicht, also oft wird immer gesagt, ja, also die Katzenleute sagen ja immer, ich habe lieber eine Katze, weil die so eigenständig ist und die Hunde sind ja so devot und machen alles. Das ist natürlich totaler Quatsch. Hm. Also eine Loyalität oder eine Bindung bei einem Hund musst du dir wirklich verdienen. Hm. Und die hört auch, der Prozess des an der Beziehung arbeiten hört ja nie auf. Ja. Herr Westernhagen, haben Sie einen Hund oder eine Katze? Nein, ich bin leider allergisch. Gegen beides? Ich liebe Katzen, ich liebe auch Hunde und ich bin mit Hunden groß geworden. Hm. Und ich habe eine sehr enge Beziehung. Komischerweise kommen Hunde auch, was schrecklich ist, auch kleine Kinder, immer gleich zu mir. Das ist ja auch so, ne? Genau zu denen, die es nicht vertragen. Aber ich weiß von Herrn Müntefering, Ihre Tochter ist auch Hundetrainerin, ist das richtig? Was erzählt die denn von ihrem Leben?
als Hundetrainerin? Sind das ähnliche Geschichten? Naja, wir hatten immer zu Hause einen Hund, also als sie klein waren. Der hat schon immer damit gelebt und beide Töchter. Und das ist dann ihr Beruf geworden. Er hat gesagt, das ist ganz interessant, ganz wichtig. Ist das denn nicht schwer mit den Hunden? Er hat gesagt, das Problem sind nicht die Hunde, sondern die Menschen an der Leine oben. Das ist eigentlich das Problem. Und wenn du mit den Menschen umgehen kannst, dann kriegst du das mit den Hunden auch hin. Das war immer ihre Meinung dazu. Also das ist, glaube ich, tatsächlich eine der wichtigsten Kompetenzen, die ein Hundetrainer haben kann. Wir betreiben so knapp 100 Hundeschulen in Deutschland mit fast 200 Trainern. Und wir haben etwa 400 Bewerbungen im Jahr von Menschen, die bei uns eine Ausbildung machen wollen. Und manchmal startet die Bewerbung mit, ja, Menschen haben mich so enttäuscht, aber mit Hunden konnte ich immer. Das geht sofort in den Müll, weil die gar nicht verstanden haben, dass es um Menschenarbeit geht. Also na klar muss ich wissen, wie ein Hund tickt, aber in erster Linie muss ich gucken, wie kann ich einen Menschen davon überzeugen, vertraute Rituale loszulassen. Also vom Kopf her ist das alles sehr banal, was ich erzähle. Das ist keine Raketenwissenschaft. Aber das muss im Herzen dann ankommen. Die Leute müssen wirklich fühlen, dass es für den Hund ein Vorteil ist, erzogen zu sein. Mhm. Und Erziehung ist für uns alle mega negativ belegt. Also bei Erziehung hat man sofort Reglementierung und so weiter im Kopf. Und ich glaube, dass Spielregeln Sicherheit geben. Und wenn ein Hund klare Spielregeln hat, ist es nicht gemeint mit Härte, Strenge oder Aggressivität, sondern Verlässlichkeit. Also ich vergleiche das mit dem Straßenverkehr. Die Leute sagen, einen Tag, ja, jetzt habe ich Joggingklamotten an, der Hund darf mich anspringen. Morgen habe ich ein Kleid an, darf er es nicht mehr. Wie soll der Hund kapieren? Das mal dir aus, was los wäre, wenn wir sagen würden, also montags kannst du bei Grün fahren. Und weil aber heute Dienstag ist, musst du bei Grün stehen bleiben. Was meinst du, was die Hölle los ist? Mhm. Obwohl die Leute das ja rational verstehen könnten. Ne? Und ein Hund kann das überhaupt nicht verstehen. Mhm. Herr Müntefering, ich weiß, dass Ihre Frau gerne einen Mops hätte. Sind Sie dagegen, dafür? Am liebsten zwei. Am liebsten zwei, ja. Ja, das ist so. Aber das lässt sich nicht organisieren, weil ich muss immer nach Bremen fahren oder irgendwo hin. Da kann ich nicht aufpassen. Sie ist auch nicht zu Hause, also lässt sich das nicht realisieren. Ne? Aber sie hätte schon gerne, ja. Welcher Hund würde denn gehen? Also ich finde das eine ganz kluge Erkenntnis und er ist ja familiär sowieso versorgt mit der Tochter. Aber die klügste Erkenntnis ist ja, dass er für sich sagt, ich habe keine Zeit. Und das ist ja das Schlimmste, was passiert, wenn die Leute sagen, ich habe total Lust auf ein Haustier, aber realistisch können sie dem gar nicht gerecht werden. Also wenn ein Hund jeden Tag 8-9 Stunden alleine bleiben muss, dann ist es Folter für ein Tier. Also man muss sich echt darüber im Klaren sein, dass der wichtigste Faktor Zeit ist, dass der Hund so viel Zeit wie möglich mit mir verbringen kann. Gibt es nicht auch Hunde, die man gut mitnehmen kann, denen das nichts ausmacht? Total, ich habe meinen Hund ja immer dabei. Ich habe 150 Nächte im Jahr im Hotel und Emma ist immer dabei. Aber auch das muss man ja wollen. Also für mich bedeutet das ja... Wollte ich gerade sagen, die Bereitschaft muss ja dafür dazu da sein. Total. Also für mich bedeutet das ja an so einem Tag wie heute, andere kommen mit dem Flieger oder sonst irgendwer, ich fahre mit dem Auto. Und das heißt, auch vor so einer Sendung gibt es noch eine kurze Trainingseinheit, einen langen Lauf und so weiter. Das muss man wollen. Aber für mich ist Emma auf Tournee ein Stück zu Hause. Also für mich ist das wirklich ein Stück Heimat, wenn die dabei ist. Wobei Hunde unter 5 Kilo darf man sogar, glaube ich, im Flieger mitnehmen. Ne? Gibt ja einige, die entscheiden sich für sehr kleine Hunde, die man dann mitschleppen kann überall. Aber ich fahre eh gerne Auto. Ja. Sie haben vorhin gesagt, es ist auch für Männer interessant, in Ihr Programm zu kommen, weil man so viel lernt über gegenseitiges soziales Verhalten. Wie ist denn der Vergleich mit Kindern? Also ich weiß, Sie haben Kinder, sehr viele. Fünf. Nicht aus einem Wurf, aber... Es ist ja schnell gemacht, wollen wir so sagen. Es ist ja kein großer Aufwand. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Hundeerziehung mir bei der Kindererziehung extrem geholfen hat. Und ich glaube, dass es bis auf eine Kleinigkeit identisch ist. Der Plan ist ja, dass ich in der Kindererziehung einen Rahmen festlege und sage, schaut mal, über diese Grenzen dürfen alle nicht hinaus. Aber innerhalb der Grenzen gibt es ganz viel Spielraum. Mhm. Und bei dem Hund ist es ja identisch. Wir stellen Regeln auf und nach Individualität kann ich die Regeln auch mal ein bisschen weiten. Es gibt nur den gravierenden Unterschied beim Hund. Also beim Kind ist es ja so, wir erziehen die Kinder ja in Selbstständigkeit. Wir sagen, guck mal, so geht eine Schleife, so machst du die Schuhe zu, so machst du Abitur, jetzt hau ab, gib Schlüssel ab und geh. Ne? Das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass die eigenständig werden. An der Stelle, wo... Bitte? Nein. Der ist Italiener. Ich? Der ist Italiener, die leben noch, wenn sie 40, 50 sind, bei der Mama. Ja, aber... Das wird nicht mehr beim Papa. Ich bin dann immer beim Papa. Ja. Sehr gut. Aber das ist natürlich klar. Also mein ältester Sohn ist 20, der ist jetzt auf einer zweijährigen Weltreise unterwegs. Und natürlich ist der Gedanke, ihn loszulassen, schwierig. Ja. Aber ich denke für mich, dass er so eigenständig und klar ist, dass er das für sich auch möchte und kann. Das heißt, bei Kindern
erziehen wir in Richtung Eigenständigkeit. Beim Hund muss ich aber darauf achten, dass der immer uneigenständig ist. In der Sekunde, wo der Hund kapiert, er kann das alleine, ist er nicht mehr gesellschaftstauglich. Ich muss ihn ja in unsere Gesellschaft integrieren. Und dafür muss ich den Hauch unselbstständig lassen. Aber Sie sagen, es gibt eine große Gemeinsamkeit zwischen Kindern und Hunden, denn beide kommen irgendwann in die Pubertät. Aber vom Allergemeinsten. Woran merke ich denn, dass ein Hund in die Pubertät kommt? Auch das ist sehr vergleichbar mit Menschen. Mhm. Also die harten Fakten sind natürlich erstmal in dem Moment, wo die Milchzähne ausfallen bei Hunden, startet die Pubertät. Spannend ist übrigens, dass 90% der Hundehalter einen Milchzahn ihres Hundes aufbewahren. Die also voller Euphorie sind und denen ein Schüsselchen tun. Und dann kommt die Zahnfee? Oder dann wie? Kommt die Zahnfee. Und ich habe auch Menschen kennengelernt, die hinterher in dem Döschen nicht mehr wussten, war es jetzt von den Kindern oder vom Hund. Das ist auch natürlich sehr lustig. Vom Verhalten her ist es wirklich identisch. Also das Thema ist, dass ein Hund in der Sekunde, wo er geschlechtsreif wird oder die Phase kommt, eine unfassbare Eigenständigkeit bekommt und das sogenannte Explorationsverhalten startet. Das heißt, ein Welpe ist immer 5 Meter um dich herum und sagt, oh Mami, du bist die Beste und du hast die tollsten Kekse. Und wenn er in die Pubertät kommt, können es gerne 5 Kilometer sein. Mhm. Und wenn du den Hund rufst mit Namen, also ein Hund, der schon alles konnte, guckt dich mit 6 Monaten an und sagt, ehrlich, den Namen habe ich noch nie gehört, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, oder? Mhm. Und genau wie die Menschen, die ihre Kinder großziehen, machen Hundehalter meiner Meinung nach oft den Fehler, dass sie sich daran reiben und sagen, er konnte das schon, ich mache jetzt Druck. Dann gehen die in sogenannte Junghundegruppen. Da sind dann 5, 6, 7 Hunde miteinander in einer Gruppe. Die sind alle zwischen 6 und 12 Monate. Und dann hoffen die, dass es funktioniert. Der Plan wäre so, als wenn mein 14-jähriger Sohn 2 Freunde und ein Mädchen zu Besuch hat und ich komme rein und sage, so, jetzt ist Zeit für Latein. Da kriegst du einen Erstickungsanfall von denen. Ne? Du hast ja gar keine Chance. Das heißt, ich rate den Leuten dann, mit dem Hund möglichst viel Zeit alleine zu verbringen. Hochwertige Zeit, wo er gar nicht in Situationen kommt, wo er dich vorführen kann. Und das ist für Menschen unheimlich schwer. Jan Weiler, kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Ich höre intensiv zu. Es ist erstaunlich. Weil er hat ja 3 Bücher geschrieben über pubertierende Kinder. Ich kenne die Bücher natürlich. Ja, aber so viel Verwandtschaft mit Kindern. Hund hatten wir auch noch. Einen fantastischen Hund, einen Boxer. Der auch die Pubertät durchlitten hat? Oder? Ja, Wahnsinn. Mhm. Und er wurde dann aber am Ende seines Lebens ungemein professoral, dieser Hund. Ja. Der Harry Rowohlt hat mal über Boxer gesagt, Verleger im Boxer Winter. Gucken so, wie sie gucken, weil sie so viele schwere Entscheidungen zu treffen haben. oder, es wird auch geil, wenn man gehässig sein will, könnte man auch sagen, dass der Boxer bei den kleinsten Schwierigkeiten schon sehr viel nachdenken muss. Sagen Sie, jetzt mal ein Beispiel. Halt gut. Ja, ich habe eine Frage an Sie, weil das immer wieder auch thematisiert wird. Ist das rassebedingt? Wie sehr ein Hund schlau ist? Ja, oder? Wie sehr ein Hund schlau ist, wie er reagiert. Man sagt schlimmer zum Beispiel bei Labradoren, die sind sehr faul und sehr gefräßig. Und das, vielleicht ist das alles nur ein Vorurteil. Nee, wir haben schon auch sehr rassetypische Charaktereigenschaften. Mhm. Aber du musst immer davon ausgehen, dass innerhalb eines Wurfes, wenn da von mir aus 8 Welpen sind, 8 komplett unterschiedliche Persönlichkeiten zur Welt kommen. Ja, ich mache einen Welpentest, da sind die Hunde 4 Stunden alt. 4 Stunden. Und da kannst du schon genau sehen, der wird der Rabauke, der wird der Trödler, der wird vielleicht ein bisschen feingeistig, der wird eigenständig. Das ist spektakulär, die Charaktere sind fest. Nach 4 Stunden? Ich glaube, dass man das bei Menschen auch kann. Also es gibt so einen Biotonustest, heißt der, den machst du in 6 Wochen mehrere Male. Aber es fängt schon damit an, ich nehme jetzt einen Welpen, der ist 4 Stunden alt, den nehme ich aus der Wärmequelle der Mutter weg. Und dann gibt es, die können ja noch nicht laufen, die ersten 13 Tage können die nicht so richtig gut laufen, die können nur so pendelnde Bewegungen machen. Und dann gibt es einen, den setzt du so 1/2 Meter weg und nimmt einmal den Kopf hoch und sagt, okay, ich bin tot. Ende. Der weiß, es ist schon völlig resigniert, der macht überhaupt keine Anstalten, sich 1 Millimeter zu bewegen. Dann gibt es einen, der fängt sofort an zu quäken, zu jammern, macht auf sich aufmerksam. Und wenn du ihn wieder zurückbringst, quäkt er weiter, weil er nicht verstanden hat, er ist schon wieder da. Ja? Und dann gibt es welche, die versuchen sofort aktiv zu robben und zu pendeln und dahin zu gehen. Oder wir machen zum Beispiel solche Saugreflextests bei meiner ersten Hündin Mina, Golden Retriever Hündin. Ich gehe dann hin, da sind die Hunde 5, 6 Tage alt, stecken Finger ins Maul und fangen die an zu saugen. Völlig normaler Reflex. Nach ein paar Sekunden merken die, da kommt nichts raus. Wir müssen uns eine andere Quelle suchen. Im Idealfall wissen die nach 2, 3 Tagen am Geruch, also dieser Finger macht echt keinen Sinn.
Meine Hündin Mina damals hat sich 4 Wochen jeden Tag daran festgesaugt und war immer wieder fasziniert, dass nichts rauskommt. Ja? Also die war bei kognitiver Intelligenz in den untersten 5%. Die war wirklich nicht einschränkend. Aber gibt es, das ist ja auch so ein Vorteil, gibt es wirklich Hunde, die dümmer sind als andere? Absolut, ist wie bei Menschen genauso. Das ist, du kannst natürlich... Ist ja, das, so. Ja. Das ist so. Also, na klar. Es wird meiner Meinung nach sowohl bei Kindern als auch bei Hunden nur einen Denkfehler gemacht. Wir bewerten Intelligenz eigentlich immer als Kooperationsbereitschaft. Das heißt, ein Hund, der gerne mittrainiert, der gilt als besonders schlau. Und ich frage mich, wie schlau ist es eigentlich, zum 50. Mal Sitz zu machen für ein Leckerchen? Oder es gibt auch Hunde, die sagen, also typisch beim Apportieren, du schmeißt einem 13 Jahre alten Labrador einen Ball, der rennt noch mit völliger Euphorie hinterher. Das wäre im Prinzip so, als wenn eine 90-jährige Frau den ganzen Tag mit Barbie-Puppen spielt. Ne? Das macht keinen Sinn. Und dann gibt es Hunde, da schmeißt du einen Ball und der guckt dich an und sagt, ja, wenn du es nicht mehr brauchst, kein Problem. Deshalb können wir nicht sagen, ja, der apportiert, ist der Schlaue und der nicht apportiert, ist der Doofe. Das heißt also auch auf Kinder bezogen, eine gute Note in der Schule ist für mich gar kein Indiz für Intelligenz und Klugheit. Und genauso ist es für mich, und da schließt der Kreis zur Pubertät bei Kindern, für mich überhaupt kein Ansatz von Hysterie, wenn eins meiner Kinder eine schlechte Note schreibt, solange ich davon überzeugt bin, dass das ein glücklicher Mensch ist, ist mir ehrlich gesagt die Schulnote komplett scheißegal. Das siehst du ja bei uns beiden. Martin, du sagst, dass, um nochmal auf die Pubertät zurückzukommen, wir können gerne am Beispiel des Boxers von Jan Weiler bleiben. Du sagst, dir ist aufgefallen, dass männliche Hundehalter und weibliche Hundehalterinnen auf die Pubertät ihres Hundes, sagen wir, es ist eine Rüde, ja, völlig anders reagieren. Ganz. Wie hat ganz Jan Weiler jetzt reagiert, wenn er völlig typisch reagiert hat? Also, ich befürchte, er hat typisch reagiert. Denn das Interessante ist, in der Sekunde, wo eine Frau merkt, ey, der wird eigenständig und der interessiert sich jetzt mehr für andere als für mich, dann hat eine Frau sofort so eine Energie, wie kriege ich das geregelt? Und bei den Männern, die werden direkt einen Kopf größer. Ich weiß, dass die meisten Männer, die einen Rüden haben, sich noch an den Tag erinnern können, wo der Rüde das erste Mal das Beinchen gehoben hat. Ja, ja, guck mal, guck ja mal. Ja, das ist ja absurd. Der, also, wenn die noch nicht geschlechtsreif sind, pinkelt ein Rüde einfach so im Sitzen fertig. Und dann werden die geschlechtsreif und dann plustern, ja, die, so, ne, dann plustern die sich auf und heben das Bein. Und du siehst, wie die Männer so, ne, hier kann im Stehen pinkeln, dann kann sich der Papa gut halten und so. Ne. Das ist abstrus eigentlich. Ja. Du sagst ja auch, das Gute an der Pubertät eines Hundes ist, dass sie viel schneller vorbei ist, ja, als die eines Kindes. Ja. Wie lange dauert so eine pubertäre Phase beim Hund? Das ist natürlich auch ein bisschen typbedingt. Also meine Hündin ist jetzt 7 Jahre alt und sie ist fest davon überzeugt, dass sie gerade den 10. Monat erreicht hat. Sie ist sehr infantil, sehr verspielt, sehr wenig diszipliniert und sehr reizempfänglich und so. Also die hat das Alter, habe ich so das Gefühl, nicht wirklich überschritten. Mhm. Aber in aller Regel kann man sagen... Haben Sie das Gefühl, dass Sie pädagogisch versagt haben? Ja, an vielen Stellen. Ja. Man sagt ja, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe und die Leute erwarten ja wirklich, dass mein Hund morgens ein Salto rückwärts macht und mir ein Croissant ans Bett bringt. Und im positiven Sinne gemeint ist sie ein stinknormaler Familienhund. Also die kann nichts Besonderes, die ist angenehm im Umgang und das war es auch schon. Aber in aller Regel ist das in 6 Monaten über die Bühne mit der Pubertät. Und sonst kann man ja auch bei Hunden... Ne? Ja, die Frauen sind ja schnell direkt die Dinger ab und fertig. Jawohl. Ne? Ja, das Problem ist nur... In jeder Ehe. Ja, da findet ja mentale Kastration statt. Das ist wieder was anderes. Jetzt sind wir schon sehr nah am Sendeverbot, würde ich mal sagen. Ja. Was sagt es denn über den Hund und den Hundebesitzer aus, wenn der Hund den Postboten angreift? Ich habe da irgendwo eine Zahl. Es gibt jedes Jahr 1800 Fälle von gebissenen Postboten. Statistik der Berufsgenossenschaft Verkehr. Du wirst lachen, wir haben tatsächlich vor 2 Jahren mit der Deutschen Post einen Termin gemacht. Die haben, gut anderen Schnallen, 11 Millionen Euro Schaden im Jahr durch Postbotenbisse. Also von Hund zu Postbote. Ne? Ja. Und das andersrum soll es auch schon mal gegeben haben. Ja, vielleicht hat sich auch mal einer gewehrt. Ja. Ja. Aber das Interessante ist ja immer, ich kann eigentlich nur Training stattfinden lassen, wenn ich die Ursache kenne. Ja. Weil ich nicht die Symptome bekämpfen will, sondern ich möchte gucken, wo können wir die Flamme ein bisschen kleiner machen. Und beim Postboten hat es immer denselben Charakter. Aus Hundesicht,
ein Hund glaubt, der Postbote ist derart dumm und unbelehrbar, dass man den nicht wirklich reglementieren kann. Der Postbote kommt immer zu der Zeit, die Menschen leben alle sehr, naja, ja, ich würde sagen, ritualisiert. Mhm. Also die gehen morgens eine Stunde spazieren, dann kriegt der Hund ein Schweineöhrchen, geht auf die Couch und pennt. Und in der Sekunde kommt der Postbote und rappelt an der Tür. Die ersten 6, 8 Wochen denkt so ein Hund, komm, sei mal tolerant, hat sich verlaufen, der findet seinen Weg im Leben auch noch und so, und das sind die locker. Aber irgendwann bellt der Hund, rennt zur Tür und bellt, und das Blöde ist, jetzt geht der Postbote. Und der Hund ist fest davon überzeugt, ich habe das geregelt. Das Doofe ist, er entwickelt eine territorial motivierte Aggression und sagt, das ist mein Haus. Jetzt kommt der blöde Postbote aber jeden Tag wieder. Und beim Hund kommt Frust auf. Und Frustrationsaggression entlädt sich heftig. Und wenn dann ein Mensch nicht aufpasst und der Hund schießt raus, dann packt er sich den Postboten. Das Gute ist übrigens... Die armen Postboten, muss man wirklich sagen. Aber das Gute ist... Der doofe Postbote müssen wir zurücknehmen. Ja, die Leute wissen schon, wie ich es meine. Okay. Also okay. Versprochen, die Postboten schreiben mir selten Briefe, weil die wissen, wie ich es meine. Okay. Ich spreche hier aus Hundesicht. Okay. Aber das Interessante ist, dass die Verletzungen beim Postboten in aller Regel in den Bereichen Ferse, Wade, Hüfte stattfinden. Denn genau das sind die Bereiche, wo ein Hund jemanden vertreibt. Das heißt, der Hund verbeißt sich nicht in den Postboten und schüttelt den durch. Das wäre Beuteverhalten, hat er überhaupt kein Interesse daran. Ist ja bei so Mops auch schwierig. Wenn ein Mops sich verbeißt, ist auch nicht witzig. So, ne? Aber das heißt, die tackern rein und versuchen, ihn zu verjagen. Und das banalste Rezept wäre, wenn die Deutsche Post die Postboten mit gutem Futter ausstatten würden und der Postbote den Hund konditionieren würde. Das heißt, der kommt mit dem Fahrrad, klingelt, der Postbote kommt, eine Schippe Futter und dann, yay, Kamelle hinein. Und dann denkt der Hund eben, morgens kommt der Lieferant und nicht mehr der Feind. Martin Rösser, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt möglicherweise einigen Postboten geholfen. Ja? Wenn der eine oder andere das möglicherweise beherzigt, danke für den Besuch bei uns. Sehr gerne. Sehr gerne.